Servus hier bei Stucke TV. Ja, am Sonntag ist es ja schon soweit, dann wird in Stuttgart gewählt. Heute treffe ich mich mit den drei unabhängigen OB-Kandidaten John Herr, Friedhild Miller und Marco Völker. Und eines kann ich schon mal vorwegnehmen, alle drei rechnen sich Chancen für den Wahlsieg aus. So, hallo Marco Völker, hi, ich grüße Sie. Hallo, grüß Gott. Ja, Ihr Wunsch ist es ja schon seit 20 Jahren Oberbürgermeister zu werden. Jetzt haben Sie sich hier in Stuttgart beworben. Warum sind Sie der Richtige dafür? Gut, ich denke einfach, dass dem Bürgerwillen wieder mehr Achtung geschenkt werden muss. Wir haben aktuell die Situation, dass wir einen Gemeinderat von 60 Personen haben und dass wir hier im Prinzip, für mehr Bürgerbeteiligung sprechen müssen, weil dieser Gemeinderat, der kann nicht immer genau wissen, was 450.000 Wahlberechtigte eigentlich wirklich wollen. Und die Frage ist eben auch, inwiefern werden diese Entscheidungen auch durch Lobbyisten beeinflusst. Und deswegen möchte ich antreten, weil ich den Bürgern wieder die Entscheidung zurückgeben möchte. Ja, sagen Sie doch mal so in maximal 30 Sekunden, was sind denn Ihre wichtigsten Themen? Was wollen Sie in Stuttgart verändern? Also mein wichtigstes Thema ist die Bürgerbeteiligung, dass wir es schaffen, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder nach ihrer Meinung gefragt werden, dass sie sagen können, was sie wirklich wollen, was sie wirklich verändern wollen in dieser Stadt. Die Frage ist zum Beispiel beim Wohnen, müssen wir wirklich, wie Frank Nopper sagt, 2000 Wohnungen im Jahr bauen, wohl wissend, dass 90% der Leute schon eine Wohnung haben und nur 10% sind tatsächlich auf der Suche nach einer Wohnung. Hier müssen wir die Frage stellen, wollt ihr, dass mehr Beton gegossen wird oder wollt ihr das eben nicht? Sie kommen ja aus Baden. Sind die Stuttgarter bereit, einen Badener als OB zu wählen? Das kann ich schwer beurteilen, aber ich denke mal, dass die Schwaben nicht von Vorurteilen geleitet sind. Stuttgart ist eine sehr weltoffene Stadt und von daher denke ich, dass es auch ein Badener hier schaffen kann. Ja, Sie bezeichnen sich auch selbst als einen neuen, jungen Rommel. Rommel, der ja in Stuttgart ein sehr beliebter OB war. Wie kommst du denn darauf? Ja, ich denke, dass von seiner Historie her, von der Art, wie er für Mehrheiten, wie er Mehrheiten geschafft hat im Gemeinderat, ich denke, das würde ich auch schaffen. Ich bin nämlich der Meinung, dass diese Liberalität und diese Weltoffenheit, die er verkörpert hat, die verkörpere eben auch ich. Und deswegen bezeichne ich mich als der neue junge Rommel, weil ich sein Erbe hier quasi antreten möchte. Er war nämlich über die Parteigrenzen hinweg ein absolut beliebter und auch erfolgreicher Oberbürgermeister. Sollte ja am Sonntag im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten 50% der Stimmen mindestens erhalten, gibt es ja einen zweiten Wahlgang. Egal wie er, unabhängig auch davon, wie Ihr Ergebnis ausfällt, werden Sie dann in dem Fall nochmal antreten? Gut, das kommt ganz auf das Ergebnis an sich an. Ich denke, ein Viertel der Wahlberechtigten sind noch unentschieden. Und hier müssen wir einfach schauen, inwiefern die Stuttgarterinnen und Stuttgarter eben möchten, dass hier Veränderung stattfindet, dass eben wieder mehr Demokratie herrscht und mehr der Bürgerwille wieder erfragt wird und nicht das gemacht wird, was der Gemeinderat für richtig hält und für wichtig hält. Und deswegen möchte ich mein Angebot aufrechterhalten und muss es natürlich an der Entscheidung oder am Ergebnis vom 8.11. abhängig machen. Okay, dann ja, vielen Dank Marco Völker fürs Interview, das war's schon. Und alles Gute noch für den Sonntag. Vielen Dank. Dankeschön. So, hallo, Friedhild Miller. Willkommen bei Stucke TV. Hi. Hi. Ja, Friedhild Miller. Auf dem Wahlzettel steht ja Friedhild drauf, aber die meisten nennen Sie eher Friedi, oder? Ja, zum Glück. Friedi, bekannt in Stadt und Land. Ja, Sie treten ja nicht zum ersten Mal bei einer Wahl an. Das ist ja Ihre 112. Kandidatur bzw. 112. Anlauf. Sie wollen es anscheinend wirklich wissen, oder? Natürlich will ich es wissen. Wenn man ein Ziel hat, dann darf man nie aufgeben zu kämpfen. Und das werde ich niemals tun, weil es geht um die Zukunft unserer Kinder und um die Rechte aller Menschen. Und deswegen trete ich hier an für soziale Gerechtigkeit. Ja, sagen Sie doch mal in maximal 30 Sekunden, was sind denn so Ihre wichtigsten Themen? Was wollen Sie in Stuttgart verändern? Ja, Kinder- und Menschenrechte natürlich, dass Alt und Jung zusammenfinden, Menschen aller Nationen, weil jeder hat ein Recht zu leben und zu überleben, dass Stuttgart ein ganz buntes Miteinander wird, wo jeder jeden hilft, alte Menschen auch Barrierefreiheit haben,
Ja, und so gibt es eigentlich keine Probleme. Es gibt nur Lösungen, wenn Nächstenliebe herrscht. Ja, wir haben ja auch bei Stucki TV hier insbesondere auch viele junge Zuschauer. Warum sollten auch die Jugendlichen Sie wählen? Weil ich mein Wort halte, ich laber nicht, ich mache das, was ich sage, und das schwöre ich beim Leben meiner Tochter. Und das wissen die Leute, wenn die meine Videos und meinen Lauf sehen, meinen Lebenslauf. Ich bin durch so viele Tiefen gegangen und habe niemals aufgegeben. Und das möchte ich allen hier ans Herz legen. Gebt niemals auf, für eure Ziele zu kämpfen und für eine gerechte Welt von Liebe und Frieden. Sie wissen es ja auch, sollte es ja am Sonntag beim ersten Wahlgang keiner der Kandidaten schaffen, mindestens 50% der Stimmen zu bekommen, gibt es ja einen zweiten Wahlgang. Jetzt auch mal dann unabhängig von Ihrem Ergebnis, egal wie das ausfällt, werden Sie in dem Fall auf jeden Fall nochmal antreten? Natürlich trete ich an und mit eurer Hilfe werde ich diesen Wahlgang gewinnen. Okay, alles klar. Ja dann, Friedi Müller, dann vielen Dank fürs kurze Interview. Alles Gute noch für den Sonntag. Bis dann, ne? Ciao. So, jetzt sitzen wir hier im Büro von John Herr in der Weberstraße. Ja, Herr Herr, Sie treten ja auch bei der Kandidatur an für den Oberbürgermeister hier in Stuttgart. Sie selber sind ja Immobilienunternehmer und Bordellbetreiber. Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, jetzt auch bei der OB-Wahl mitzumachen? Nun, zum einen ist es so, dass viele Leute einfach, ich sage es jetzt auf Schwäbisch, buddeln und nicht tun. Und für mich war es wichtig, dass ich jetzt mal was unternehme und mich einbringen möchte, einfach in die politische Gestaltung der Landeshauptstadt Stuttgart. Und aufgrund der letzten 11 Jahre, die ich hier im Leonhardsviertel mittlerweile auch mit tätig bin, habe ich einfach viele Dinge festgestellt, die in der Verwaltung nicht rundlaufen, und da möchte ich Änderungen herbeiführen. Ja, unser Sender Stucki TV hat ja auch sehr viele junge Zuschauer. Warum sollten die jungen Erwachsenen bzw. Jugendlichen Sie wählen? Einfach, weil sie Gehör finden sollten, und zwar Gehör finden sollten, nicht nur jetzt durch die Bürgernähe kurz vor den Wahlen, sondern auch danach. Und ein Oberbürgermeister sollte auch, und da gehört zum Beispiel eine Sprechstunde dementsprechend dazu, für jeden Bürger, für Jung und Alt dementsprechend da sein und den direkten Kontakt haben, denn nur so kann ich umsetzen die Belange, die jeder Einzelne hat. Und das ist das, was ich garantieren werde, dass es eine Bürgersprechstunde geben wird für die Jungen wie für die Alten, sprich für die Wählerinnen und Wähler insgesamt. Können Sie mal so in 30 Sekunden erzählen, was sind denn so Ihre wichtigsten Themen? Was wollen Sie in Stuttgart verändern? Das Wichtigste ist das, was ich eigentlich als Slogan mit meinen 4 Punkten gebracht habe. Sicherheit, Sauberkeit, dann schönes Stuttgart, und dann muss es auch wieder stark werden. Stark meine ich vor allem den Einzelhandel in der Stuttgarter Innenstadt, der immer mehr am Aussterben ist. Herr Herr, Sie sind ja Stuttgarter durch und durch, sind ja hier geboren, hier aufgewachsen. Wenn Sie jetzt von heute auf morgen hier irgendwas verändern könnten, welcher Wunsch wäre das? Die Stuttgarter Innenstadt wieder attraktiver machen. Einfach auch mit der Errichtung wieder von Stellplätzen, die verloren gegangen sind, oberirdische Stellplätze. Und ich würde sofort rückgängig machen, dass den Abriss des Züblin-Parkhauses und auch des Bräuninger Parkhauses. Sie wissen es ja auch, sollte am Sonntag kein Bewerber mindestens 50% der Stimmen im ersten Wahlgang erhalten, findet ja ein zweiter Wahlgang statt. Jetzt auch mal unabhängig von Ihrem Ergebnis dann, werden Sie in dem Fall dann auf jeden Fall nochmal antreten? Ich denke schon, dass man das Ergebnis dementsprechend im Auge behalten sollte, weil es ja wenig Sinn macht, anzutreten, wenn man dadurch womöglich den Kandidaten schwächen würde, der dann am ehesten die eigenen Interessen und die Interessen meiner Wählerinnen und Wähler vertritt. Von daher bleibt es abzuwarten und abzuwägen. Okay, alles klar. Dann John Herr, vielen Dank für die Einblicke und alles Gute noch für den Sonntag. Wenn ihr nicht schon per Briefwahl gewählt habt, dann geht auf jeden Fall am Sonntag euer Kreuzchen setzen. Auf der Seite OB-Wahl bei Stucki TV findet ihr noch weitere Infos und Videos zu den Kandidaten. Auch am Sonntag berichten wir natürlich live über den spannenden Wahlabend. Auch ich bin da natürlich am Start. Macht's gut und ciao.